Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die On-Point-Box von Fortis. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. On-Point von Fortis, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Wir haben hier eine Box im Hochformat. Das Ganze kommt hier in einer riesengroßen Augenoptik. Also wir haben hier eine blaue Iris in ziemlicher Nahaufnahme. In der Mitte dann schwarz die Pupille. Ansonsten rundum weiß. Hier oben lesen wir dann noch Fortis On Point. Ebenso auf der Seite. Unten weiß. Links auch nochmal zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann quasi die Rückseite dieses Augapfels, hier mit so feinen Äderchen durchzogen und hier, ja, als wäre das hier ein Kabelstrang, der hier rausgeht. So sieht das aus. Okay, dann schauen wir mal rein. Der Boxdeckel oder generell die Box ist recht dünnwandig, also hier so eine dünne Pappbox. Auf den Seiten zieht sich das Design hier auch nochmal weiter. Jetzt, wo wir den Boxdeckel abgenommen haben, sieht man das hier. So, und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben hier einmal ein Shirt mit dabei. Dann das Album an sich im Jewel Case. Dann haben wir hier einen Sticker in Postkartengröße. Drei weitere Sticker. Einen Patch. Und ein Poster. So, dann packen wir die Box wieder zusammen und zur Seite. Und schauen mal, was wir hier haben. Das packen wir alles noch weg. Und wir starten immer mit dem Album an sich. Aber erstmals holen wir die Sachen noch aus der Folie. Hier sehen wir schon, dass das Shirt Größe L ist. Wir mal wegmachen hier diesen Sticker. So. Einmal das Shirt und dann haben wir das Album an sich. Das ist noch eingeschweißt. Das werden wir ändern. Moment, Moment. So, hier ist die Schweißnaht. Wunderbar. Gut. Also, das ist es. Das Album. 2018 erschienen. On Point. Hier sehen wir nochmal das Cover, das wir auch schon auf der Box hatten hier. Das Auge mit der blauen Iris. Reguläres Jewel Case auf der Seite weiß. Hier beschriftet. Dann haben wir die Tracklist auf der Rückseite mit insgesamt 12 Stück. Wir haben hier Features von Keith Codein, Syco. Ich muss ehrlich sagen, die beiden sagen mir jetzt so nichts. Dann haben wir noch die Produzenten. Jeweils dahinter angeführt. Und hier noch die Info, das Ganze dauert 36 Minuten 41. Lachsnackengang.de. Kein Barcode oder sonstiges, denn dieses Album gab es wirklich nur in der Box. So regulär kann man das nicht kaufen, zumindest nicht physisch. So, Booklet haben in diesem Fall keins. Es ist hier einfach das Auge nochmal, so ein Einleger. Auf der Rückseite hier nochmal ein eingestöpseltes Kabel. So. Dann die Album-CD, auch hier komplett in diesem Iris-Design. Rückseite weiß. Ja. Also recht minimal gehalten hier vom Innenleben, das Album. Dann haben wir als nächstes einen Patch. Er kommt hier in weiß und schwarz. Hier groß die Buchstaben LNG, also eben die Abkürzung für Lachsnackengang. Dann kann man das hier natürlich abziehen und dann hat man hier diese Klettoberfläche, um den Patch irgendwo festzumachen, wo man möchte. Im Querformat hier mit einem dicken weißen Rahmen. Als nächstes haben wir Sticker mit dabei. Dreimal. Hier mit der Internetadresse www.fortisonpoint.com. Alle drei sind hier im Querformat. Und was ebenso im Querformat ist, ist dieser Sticker.
Den haben wir einmal dabei. Lachsnackengang.de mit diesem wunderbaren Artwork hier. Also was haben wir hier? Eine AK, dann 4 Lachsköpfe und das dürfte wohl ja ein Cup sein, also ein Trinkbecher. Ist auch wieder ein Sticker, wie gesagt, Größe glaube ich A6, also so postkartenmäßig. So, weiter geht's mit dem Poster. Das sieht so aus. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen blauen Sternenhimmel, dahinter Planeten oder Monde. Und was lesen wir hier? Fortis, Scaletta, Vitamin C. Dann so ein Splitcover. Also hier ein Gesicht mit goldener Sonnenbrille und eines mit weißer Sturmhaube. Und was ist hier an der Kette zu lesen? $1,1853. Okay. Im Querformat das Ganze einseitig bedruckt. Größe A3 müsste das sein. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Shirt mit dabei. Das ist in Schwarz mit weißem Aufdruck. Und zwar haben wir hier einen Kreis. Hier lesen wir wieder den Albumtitel On Point. Dann haben wir hier so ein Rechteck. Ja, sieht mehr oder weniger aus wie so eine Säule oder ein Schild. Da kann man eine Menge rein interpretieren, was das dann genau darstellen soll. Die Rückseite ist blank schwarz. Hier ist nichts weiter. Und wir haben es zu tun mit einem Shirt in der Größe L. Ah, okay, mehr ist hier nicht. Wir schauen mal kurz unten rein, denn ich glaube, ja, genau, ich habe hier was gespürt. So, was haben wir hier? Wir haben das Shirt hier 100% Baumwolle. Build Your Brand GmbH Deutschland und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, wir schauen uns das nochmal kurz im Detail an, wie dieses Shirt getragen aussieht. Und so sieht das Shirt dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem weißen Kreis hier im Brustbereich. Darin dann der On-Point-Schriftzug und hier unten dann diese weißen Linien hier. Ansonsten komplett in Schwarz gehalten. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L in Schwarz und Weiß. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Den Sticker in Postkartengröße A6, Lachsnackengang. Ebenso die drei Sticker hier mit der Internetadresse. Alle drei hier im Querformat. Der Patch ebenfalls im Querformat mit dem LNG. Und natürlich das Album an sich On Point mit insgesamt 12 Tracks im regulären Jewel Case. Jawohl. So, das alles. Hoppla. Das alles in dieser wunderbaren Box. On Point von Fortis. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fortis unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.